Was? So, dann wollen wir mal die neue Mähkombi einweihen, würde ich sagen. Aber damit es sich lohnt, nehmen wir erstmal unser großes Feld. Dem kleinen hier vorne links sind wir ja nach zwei Bahnen vermutlich fertig. Aber mal nach hinten. So. Waren wir auch schon lange nicht mehr. Das letzte Mal hat das, glaube ich, der Harald komplett alleine gemacht. Nein, wir haben mit angefangen und sind ja dann. Ja, ja, nee, stimmt. Da haben wir ja noch den Schwader von Herrn Richter und Herrn Hansen vergessen. Stimmt. So, kurz gucken. Ist nix. Sehr gut. Einmal hops hoch. Einmal hops runter. So. So, dann. Nee, macht ja keinen Sinn. Wir stellen uns mal. Weiß noch nicht wohin. Jetzt hier nicht versehentlich im Baum landen. So, das müsste passen. So, dann drücken wir hier das Zack, einmal entriegelt, einmal rumgedreht. Sehr gut. So. Das sieht doch nicht schlecht aus. Wollen wir mal gucken. Boah, das dreht richtig schön. Schön vorsichtig. So. Einmal runter und dann richtig schön mit Speed. Boah, das zieht durch. Das ist ja Wahnsinn. Weiß gerade gar nicht, wo überall unser Feld ist. Alles gewachsen. Ach, zur Not nehmen wir einfach ein bisschen bei den Nachbarn mit ab, ne? Hätte uns schon keiner krumm nehmen, wenn wir sagen, wir haben hier was Neues gekauft. Sieht gut aus. Wahnsinn, läuft. Oh, hier ein bisschen, ne, zu den Bäumen Abstand halten, optimal. So, da vorne sehe ich schon einen Ball. Dann ziehen wir hier mal rum. Steht doch irgendwer am Feld. Der Jens. So, alles aus. Perfekt. Jens, was kann ich für dich tun? Sehe ich das hier richtig? Werden das meine Heupellets? Fast. Fast. Das siehst du fast richtig. Also, ja, werden ein paar Heupellets. Wir haben wohl einen neuen Hof oder einen neuen Mitstreiter, Mitlandwirt in der Region. Der alte Kuhhof scheint wiederbelebt worden zu sein. Da hat mich ein Herr Stein angerufen und gefragt, ob ich ihm ein paar Liter Gras vorbeibringen kann. Seine Kühe brauchen irgendwie frisches Futter. Ja. Aller Anfang ist schwer, meinte er nach dem Motto. Und
Aber ja, natürlich. Sonst den Rest werden wir zusammen schwaden, beziehungsweise zettern, schwaden, ne, etc. pp. Und können ja nochmal über Pellets sprechen. Nee, war nur Spaß. Also ich brauche auf jeden Fall Pellets, wenn du irgendwann welche machen kannst. Aber wenn das jetzt hier an die Kühe geht, ist das auch völlig in Ordnung. Ja, kein Problem. Er hat von 10.000 Liter gesprochen. Ne? Das ist ja, hier kommt ja weitaus mehr runter. Ja. Nee, das kriegen wir also, hin. Ich habe auf jeden Fall Abnehmer für Heupellets, wenn du welche machen willst. Gerne, ich nehme sie dir ab. Ja, ich guck mal schnell in Haralds Richtung. Mahlzeit, Harald. Hallo, Harald. Wir brauchen nur einen Wender und einen Schlader, aber den kriegen wir organisiert. Wenn du die Primus wieder organisierst, Jens. Ja, da muss ich den Herrn Klein noch mal ein bisschen streicheln für, aber. Ja, der ist wieder im Dienst. Er hat heute Bürotag, der ist gut drauf. Was hat er denn gehabt? Wo war er denn so lange? Ja, er hat nur gesagt krank. Ich habe ihn nicht gefragt, muss ich gestehen. Oh ja, hoffentlich nichts Ernstes. Ach, bestimmt nicht. Er ist wieder auf den Beinen, das ist die Hauptsache, ne? Ja, und wie läuft das Ding hier? Was soll ich sagen, ne? Ich bin begeistert. Erste Runde, wie nix, zack, warst du schon wieder am Anfang. Also, sehr, sehr gut, wirklich. Ein Schmuckstück bisher. Dann hoffen wir mal, dass das so weiterläuft, ne? Ja, hoffentlich. War das neu oder hat das Gebrauch gekauft? Nee, tatsächlich komplett neu. Unser altes wurde ja mit entwendet, ne? Ist ja dieser diebischen Gang hier irgendwie zum Opfer gefallen und, tatsächlich hat der Erfitschen sich scheinbar dafür eingesetzt bei Pötting, aber wir den guten Ladewagen ja gekauft haben, dass wir hier noch ein paar extra Prozent Rabatt bekommen. Ja. Und hat funktioniert, was will man mehr, ne? Hast du denn noch was von der Versicherung gekriegt? Ja, aber ach komm, da kannst du so ein Ding nicht mal, das kleine Frontding kannst du davon kaufen, ne? Aber mehr war ja alles nichts wert. Ja. Na gut, aber besser als nichts, ne? Ich sag's dir, besser als nichts. Haben uns jetzt erstmal in Unkosten gestürzt, aber man muss ja auch mit der Zeit gehen. Habe ich schon vorhin mit den Kollegen gesprochen, mit dem Herrn Richter. Die haben sich irgendwie eine Fastbale auch gekauft, die beiden. Man muss halt investieren, um weiterzukommen, ne? Das ist leider so, ja. Das bleibt nicht aus. Somit gehört's erstmal der Bank und irgendwann, wenn's dann kaputt ist, gehört's einem dann selbst. Ja! So ist es. Ich hoffe, wir schaffen es noch so, das letzte Mühe heile mitzunehmen, bevor wir es auslösen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Du kennst das ja eben. Dann will ich euch gar nicht weiter aufhalten. Ich hatte nur gesehen, dass du die Wiese mähst. Ja, alles gut. Jo, ich wünsche euch noch was, ne? Dito, frohes Schaffen. Ich melde mich wegen den Heupellets, ne? Also ruf schon mal den Kleinen an. Ja, bis dann. Danke, tschüss. Harald, warst du schon fertig? Ja, ich bin fertig mit Sehen. Ich hatte gesehen, dass du hier runtergedüst bist, wie ich weg bin. Ja. Und da habe ich gesagt, ich fahre mal gucken. Ja, dann bräuchten wir jetzt mal einen Schwader, oder? Ja, Frage. Nehmen wir das erstmal so mit auf, die paar Liter, ohne es zu schwaden? Wenden den Rest? Magst du unseren Ladewagen holen? Dann bringen wir dem Herrn Stein ein paar Liter. Wie viel braucht er denn? Ja, er sprach was von 10.000. Gut, da würde ich gerade den Ladewagen dranhängen, wird das schon mal laden. Ja. Unser Hof. Dann käme ich gleich wieder. Ja, mach das. Ich drehe hier schnell ein paar Runden. Oh. Sieht ja entspannt aus. Alles im Rückwärtsgang. Dann gib's ihm. Nee, kannst du hier umschalten. Ist jetzt Vorwärtsgang, ne? Also. Ja, mancher. Nee, ist sehr, sehr gut. Also wir können gerne dann nochmal tauschen. Gar kein Thema. Ja, kein Problem. Okay. Nee, dann würde ich gerade den Ladewagen holen, fahren, dann käme ich wieder. Danke, Harald, bis später, tschüss. Bis später, ciao. So, dann einmal senken. Einmal ebenfalls senken, anschalten, so. Oh. Den richtigen Gang reinmachen. So. Und dann volle Arbeitsbreite, zack. Und wir gleich richtig was geschafft haben, wenn der Harald wieder da ist. So. Ja, die Ecken sind. Muss man gucken, ne? Ist halt schwierig durch die Rückfahreinrichtung. Lenkt er sich jetzt ein bisschen anders. Aber ich würde sagen, zweimal Vorgewende und dann. Fahren wir hier schnell auf und ab. So.
Da läuft. Sehr, sehr gut. 17 km/h, ja, kann man auch nicht meckern, also muss man einfach sagen. Gute Arbeitsgeschwindigkeit. Muss ich noch an die Arbeitsbreite gewöhnen. Aber das kriege ich noch hin. Einmal rausheben, umdrehen und läuft. Na gut, bin zufrieden. War eine gute Entscheidung bisher. Gucken wir gleich mal, ob der Harald große Augen macht, wenn er sieht, was wir hier schon an Leistung runtergebracht haben, beziehungsweise an Gras gemäht haben. Ich denke, das lässt sich sehen. Achtung, kleiner Vogel. Ja, sehr gut, dankeschön. Wir wollen hier nicht jemanden kaputt fahren. Läuft wirklich nicht schlecht. Wir nehmen hier noch mal eine Bahn vorne mit, dann lässt es sich noch einfacher umdrehen. Der Wendekreis ist ja doch ein bisschen anders in der Rückfahreinrichtung. Ich glaube, da sind wir ein bisschen weit vom Kurs abgekommen. So. Das sieht besser aus. So. Dann müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal den Kollegen Richter anrufen, ob wir uns den Schwader leihen können. Machen wir mal direkt. Richter? Herr Richter, grüße Sie, Meister hier, hi. Hallo. Hallo, mal wieder, lange nicht gehört, würde ich sagen. Nur so eine Viertelstunde her. Spaß beiseite. Herr Richter, ich hätte eine Frage. Wir bräuchten einen Schwader. Wir haben uns den ja schon mal leihen dürfen. Diesmal verspreche ich auch hoch und heilig, wir bringen ihn zurück und vergessen ihn nicht am Feld. Haben Sie auch einen Wender, einen Zetter? Haben wir. Ich muss schauen. Ich glaube, nee. Okay. Schade. Kann ich mir denn trotzdem irgendwie den Schwader leihen? Kein Problem. Wie gesagt, einfach wieder zurückstellen, da wo wir es mehr haben. Ja, versprochen. Also, ne, das ist uns immer noch peinlich, müssen wir einfach gestehen. Aber diesmal kriegen wir das hin. Also wirklich. Nee, ja, super, dann holen wir uns den demnächst. Alles klar. Ich danke Ihnen. Gut, dann frohes Schaffen, ne? Ja, ebenso. Danke, tschüss. So. Ach, das passt schon, ne? Diese schöne Pöttinger-Kombination hier auf dem Feld.
Das hat schon was. Muss man einfach so sehen. Dann fahren wir hier nochmal ein paar Bahnen und dann holen wir gleich den Setter wahrscheinlich vom Lohnunternehmen. Dann rufen wir gleich mal an. Gucken gleich erstmal, wie weit der Harald ist.